Ich habe einfach mal irgendwelche Liebesnachrichten von einem anderen Mädchen bekommen. Für mich verlässt du deine Freundin. Ey, da steht irgendwas neben meinem Auto. Ich sehe jetzt auch das Profilbild von der. Oh mein Gott, das ist sie. Ey, ich glaube, die Horrorclown-Freundin, die ist verliebt in mich. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt als nächstes mal hier in diesen Liebesbrief rein. Oh mein Gott. Freunde, was geht? Hier ist wieder euer Eierkopf. Wir haben es gerade 0.40 Uhr an einem Dienstag mitten in der Woche. Ich bin gerade alleine zu Hause. Maybrit ist gerade unterwegs. Und eigentlich habe ich gerade eben hier auf meinem Sofa ganz entspannt mir die Kommentare unter dem Horrorclown-Song angeguckt. Schaut mal, der gute Lami hat sogar auch noch unter dem Musikvideo kommentiert. Und nur Nicky Short. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die beiden kennt. Und dann wurde ich dabei ein bisschen unterbrochen, denn ich habe auf WhatsApp eine Nachricht bekommen und ich dachte mir einfach mal, ich muss das Ganze irgendwie in einem Video festhalten. Und keine Sorge, bevor ich euch gleich diese Chats ein bisschen weiter zeige, ich werde auch Maybrit, meine Freundin, sofort anrufen, denn ich habe einfach mal irgendwelche Liebesnachrichten von einem anderen Mädchen bekommen, von irgendeiner Frau, die anscheinend Laura heißt, aber alles Weitere seht ihr sofort. Aber ich würde sagen, das zeige ich euch auch mal direkt. Und zwar, ihr seht es hier, um 23.46 Uhr kam die erste Nachricht von einer Nummer, die ich nicht eingespeichert habe. Ich sehe halt nur, dass das irgendeine Laura ist. Und zwar schreibt sie, hey Süßer. Dann habe ich geschrieben, hey. Und dann meinte sie, weißt du, wer ich bin? Ich bin halt erst irgendwie davon ausgegangen, keine Ahnung, dass es irgendwie Maybrit mit einer neuen Nummer oder sowas ist. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall erstmal geantwortet und dann meinte ich, nein, wieso schreibst du mir? Ich habe eine Freundin. Wer hat dir meine Nummer gegeben? Weil ich mir halt, wie gesagt, einfach nicht sicher war. Dann hat die Nummer einfach geschrieben, für mich verlässt du deine Freundin. Ich will dich, Baby. Ey, Freunde, und ich sag euch, mich hat sie richtig aus dem Sofa rausgehauen, als ich das gelesen habe. Denn wenn ich eine Person niemals verlassen würde, dann ist es meine Freundin Maybrit. Wirklich, ich liebe Maybrit über alles. Und ihr wisst ja, Maybrit und ich, wir machen noch echt viele Videos zusammen. Und deswegen würde ich auch einfach mal sagen, dass ich sie gleich einmal fürs Video anrufe und ihr davon mal direkt erzähle. Ich werde ihr auch gleich mal so ein Screenshot hier von dem Chat weiterleiten und sie dann mal fragen, was ich darauf antworten soll. Auf jeden Fall ging es dann weiter. Ich habe dann geschrieben, sag mir einfach bitte, woher du meine Nummer hast, damit ich dich blockieren kann. Und dann kam als Nachricht, Schatz, ich denke den ganzen Tag nur an dich. Du wirst gleich erfahren, wer ich bin. Du musst Maybrit, deine Freundin, aber unbedingt für mich verlassen. Ey, was ist das denn? Und ich sag euch, Freunde, an der Stelle mache ich mal ganz kurz die Bildschirmaufnahme hier aus und wir rufen mal Maybrit zusammen an. So, Freunde, das ist Maybrit. Ich hoffe, sie geht ran. Ist halt auch schon mitten in der Nacht. Sie ist bei ihren Eltern gerade. Hallo. Hi. Du, sorry, dass ich dich gerade noch störe. Ich hoffe, du bist noch nicht schlafen gegangen. Nee, ich liege noch. Aber du musst unbedingt mal auf dein Handy schauen. Ich habe dir gerade einen Screenshot gesendet. Kevin. Ja? Was ist das denn? Ja, frag mich nicht. Oh, Kevin, hast du schon wieder irgendwie deine Nummer gegeben oder was ist da los? Nein, ich habe keine Ahnung. Okay, was ist dein Vorschlag? Was machen wir? Das ist eine gute Frage, aber du musst ja irgendwie herausfinden, wer das ist. Mhm. Du musst Maybrit, deine Freundin, aber unbedingt für mich verlassen, da kommt es mir hoch. Ja, ja, mir auch. Maybrit, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich schreibe jetzt erstmal deine Nummer nochmal und ich berichte dir an, wenn wir später nochmal telefonieren, okay? Wenn irgendwas sein sollte, ruf mich an. Und wenn du Hilfe brauchst, um diese verrückte Tante zur Strecke zu bringen, ruf mich an. Mach ich, danke. Ciao. Bis dann. Okay, Freunde, ihr habt gehört. Wir müssen herausfinden, wer das ist. Okay, Freunde, ich bin gerade schon mal am Schreiben. Ich wollte jetzt gerade schreiben, das ist echt süß von dir, aber um meine Freundin zu verlassen, muss ich doch erstmal wissen, wer du bist. Weil ich glaube, ne, keine Sorge, Freunde, ich meine das Ganze natürlich nicht ernst, aber ich will so ein bisschen herauskitzeln aus dieser Person, wer das ist. Weil wenn ich weiter abblocke, wird mir die Person auf keinen Fall sagen, wer da gerade schreibt. So, mache ich auch mal so ein bisschen hier so einen auf den. Ich kann mal gerade gucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann den Status von der Person zumindest lesen. So ein Herz, so ein Clown-Symbol
Und so Blumen. Was ist denn das für ein komischer Status? Habt ihr eine Idee, was damit gemeint sein könnte? Okay, wir gucken mal, ob die Person antwortet. Okay, Freunde, die Person schreibt gerade. Ich kann gleich mal gucken. Vielleicht muss ich auch die Person einspeichern, um das Profilbild sehen zu können. Weil, warte mal, ich kann das mal kurz machen. Neuen Kontakt erstellen. Ich schreibe jetzt eigentlich, speichere die Person jetzt einfach mal als Laura ein. Nee, aber ich sehe immer noch nicht das Profilbild. Aber Laura schreibt auf jeden Fall. Endlich siehst du es ein. Laura passt viel besser zu Kevin als diese Maybrit. Oh mein Gott, ist die ehrenlos. Ey, Freunde, schreibt alle mal in die Kommentare. Hashtag Maybrit ist die Beste. Jetzt mal ohne Spaß. Also, wie gesagt, Maybrit weiß ja Bescheid, ne? Sie hat, sonst würde ich sowas auch niemals schreiben. Aber ihr müsst alle mal noch mal trotzdem, wenn Maybrit das hier sehen sollte, sie noch mal ein bisschen motivieren und alle mal ein Herz für Maybrit in die Kommentare schreiben und mal einen Daumen nach oben da lassen. Ich schreibe jetzt einfach mal, da gebe ich dir recht. Komm, ich schicke auch mal so ein, so diese hier. Ey, Freunde, das tut mir richtig im Herzen weh, ne? Aber wir müssen herausfinden, wer diese Laura ist. Warte mal, ich schreibe noch mal, schick mir mal ein Foto von dir. Okay. Ich hoffe, dass sie mir irgendwas schickt. Ich sehe viel hübscher aus als Maybrit. Ich habe auch nicht so langweilige Haare. Und dann so ein Flamingo und so ein pinkes Herz. Flamingo und ein pinkes Herz. Boah, ich überlege gerade. Soll das irgendwie was bedeuten? Das stimmt. Ich schreibe jetzt mal, welche Haarfarbe hast du denn? Ich glaube, die Laura schreibt gerade schon wieder. Ich bin so gespannt, was da jetzt als Antwort wiederkommt, ne? Schau mal raus zu deinem Auto? Hä? Wartet mal kurz. Ich habe ja eine Überwachungskamera, die mein Auto filmt. Moment, ich guck mal kurz. Hä, was ist das denn? Ey, da steht irgendwas neben meinem Auto. Ich kann euch das jetzt gerade auf den Überwachungskameras hier nicht zeigen. Aber warte mal, ich gehe mal direkt raus. Hä? Wann hat denn da jemand was neben mein Auto gestellt? Muss ich eigentlich mal gleich auf den Überwachungskameras gucken, weil die müssen dann auf jeden Fall eine Person gefilmt haben. Ich gehe mal ganz kurz raus und zeig euch das mal. Okay, Freunde, ich stehe jetzt gerade unter meinem Carport bei meinem Auto. Steht genau hier vor mir und ich stehe auch genau davor, was hier an meinem Auto platziert wurde. Und bevor ich gerade rausgekommen bin, habe ich nochmal auf die Überwachungsaufnahmen geguckt. Ich kann euch das jetzt leider nicht einblenden, weil da zu viel auch vom Garten und von der Einfahrt und so weiter zu sehen ist. Aber es hat eine Person mit pinken Haaren und einer Art Horrorclown-Kostüm folgende Sache hier abgestellt. Und ich sag euch, ich zitter fast am ganzen Körper. Ich habe überall Gänsehaut. Passt mal auf. Guckt euch das an. Wisst ihr, was das ist? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Schaut mal, hier steht mein Auto. Genau hier. Und das steht an meiner Eingangstür von meinem Auto dran. Wisst ihr, was das da für ein Ballon ist? Und wisst ihr, was das da unten für ein Ballon ist? Freunde, ihr habt das ganz genau richtig erkannt. Das ist der Ballon, den der Horrorclown seiner Freundin geschenkt hat. Und dieser pinke Ballon da unten, der da, das sind diese Ballons, die der Horrorclown benutzt hat für das zweite Date von denen, wo er dann eine Abfuhr von seiner Freundin bekommen hat, wo die dann Schluss mit ihm gemacht hat. Ey, Freunde, ich check gerade gar nicht, was abgeht. Wirklich jetzt. Es ist mitten in der Nacht. Es ist dunkel draußen. Es ist gerade 1.14 Uhr. Hier sind Blumen. Hier ist irgendwie eine Tüte drin mit irgendwelchen Sachen. Da ist auch irgendwie das Eierkopfbuch drin. Irgendwie ein Zettel. Ich will auch nicht viel länger hier draußen bleiben, weil ich wirklich Angst habe. Es ist stockdunkel draußen. Es ist mitten in der Woche. Ich nehme jetzt einfach diese ganzen Sachen mit rein und gucke mir das im Licht und drin ein bisschen genauer an. Ich will einfach nur rein ins Haus. Okay, Freunde. Ich bin jetzt gerade wieder reingekommen und ich habe auch noch eine Nachricht scheinbar von dem weiblichen Horrorclown bekommen, beziehungsweise von der Horrorclown-Freundin. Und wir wissen jetzt sogar halt ihren echten Namen. Ihr echter Name scheint Laura zu sein. Und sie hat mir jetzt nochmal geschrieben, na, hast du mein Geschenk bekommen? Ey, ich glaube, die Horrorclown-Freundin, die ist verliebt in mich. Ich glaube wirklich jetzt. Guckt euch das mal an, was ich hier alles bekommen habe. Und genau so einen Ballon habe ich auch Maybrit erst letztens geschenkt. Ey, ich check das alles nicht. Schaut mal, hier ist so eine komplette Tüte voll mit Sachen für mich. Hier ist irgendwie ein Zettel, den müssen wir uns gleich mal angucken. Dann, was ist hier noch drin? Hier ist irgendwie das Eierkopfbuch, irgendwie die abgerissene Seite. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Was haben wir hier noch? Hier ist irgendwie eine iTunes-Karte. So ein Milka-Herz-Ding. Ey, das ist ja ein richtig...
Die ist wirklich, ich sag euch ehrlich, die Freundin vom Horrorclown ist verliebt in mich. Die schenkt mir hier alles Mögliche. Wisst ihr was, ich schicke jetzt erstmal ganz kurz Maybrit davon ein Foto. Nee, wisst ihr was, ich mach Maybrit davon ein Video. Maybrit, guck dir mal an, was mir diese Laura geschenkt hat. Schau mal, irgendwie so Milka-Herzen, dann so ein Liebesbrief, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Irgendwie Blumen, dann so süße Mäuse von Haribo, dann irgendwie hier so eine Geschenktüte, wo alles drin war, dann diesen Ballon, den eigentlich ja der Horrorclown seiner Freundin geschenkt hat. Maybrit, ich glaube, dass die Ex-Freundin vom Horrorclown, dass die in mich verliebt ist. Was sagst du dazu? Okay, ich habe das mal kurz Maybrit geschickt. Vielleicht schickt sie mir eine Audio oder irgendwie eine Nachricht dazu. Maybrit hat mir gerade eine Audio gesendet. Ey Kevin, die ist doch total verrückt, oder nicht? Aber bist du dir wirklich hundertprozentig sicher, dass das die Ex-Freundin vom Horrorclown ist? Naja, aber das Wichtige ist, du musst mir unbedingt ein paar Milka-Pralinen aufheben als Entschädigung. Eieiei, Freunde, das werden wir gleich einmal zusammen herausfinden. Bevor ich aber jetzt gleich der Ex-Freundin vom Horrorclown schreibe, hätte ich gesagt, gucken wir uns jetzt noch mal ganz kurz gemeinsam an, was ich hier für einen Brief bekommen habe und was es hier mit dem Eierkopfbuch auf sich hat. Weil es ja irgendwie so ein kaputtes Eierkopfbuch ist und hier ist so eine Seite abgerissen oder so. Aber übrigens, Freunde, hier an der Stelle noch mal die ganz, ganz wichtige Info. Bestellt euch wirklich jeder von euch jetzt ganz, ganz schnell mein neues Buch vor. Eierkopf, Spaß statt in Gefahr. Das ist wirklich jetzt schon eigentlich das perfekte Geschenk für Weihnachten. Oder falls ihr noch Geburtstag haben solltet dieses Jahr. Aber ihr solltet das Buch vorbestellen. Denn wenn ihr das Buch vorbestellt, dann bekommt ihr tatsächlich ein exklusives Video im Buch als Geschenk quasi. Und dieses exklusive Video, da zeige ich euch einfach mal, wie der Horrorclown ohne Maske aussieht. Also bestellt euch alle mein Buch vor. Das gibt es nur für die Vorbesteller, dieses Video. Also gönnt euch. Aber ich würde sagen, da gucken wir als erstes rein. Ihr seht, der Eierkopf, also ich, der hat hier so ein Herz um sich drum herum. Und dann, Alter, Horrorclown ist doof. Eierkopf heiß. PS, ich liebe dein Buch. Kuss, Ex-Freundin vom Horrorclown. Ey, Freunde, ey, das ist geisteskrank. Ich sag euch echt, das ist wirklich ganz, ganz komisch, dass jetzt scheinbar die Ex-Freundin vom Horrorclown auf mich abfährt. Glaubt ihr, das ist wegen dem Diss-Track gegen den Horrorclown? Dass die deswegen so auf mich jetzt steht und so mich so toll findet? Wisst ihr was? Ich gucke jetzt als nächstes mal hier in diesen Liebesbrief rein. Oder in diesen Text von ihr. Okay, seid ihr bereit? Oh mein Gott! Da ist sogar ein Kussmund unten drauf! Ey, ihr habt es jetzt gerade noch zensiert gesehen, Freunde. Aber ich lese es euch jetzt einmal zusammen vor, okay? Seid ihr bereit? Hey! Hier ist Laura. Du bist total süß. Die Geschenke sind für dich. Love you. Also ich liebe dich. Und dann unten einfach so ein Kussmund. Schaut. Hier ist Laura. Du bist total süß. Die Geschenke sind für dich. Love you. Ey, Freunde, ich check grad gar nichts mehr. Ich checke wirklich gerade gar nichts mehr. Was zur Hölle passiert hier? Wartet mal, ich muss jetzt mal ganz kurz in meinen WhatsApp gucken. Und dieser Laura... Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich sehe jetzt auch das Profilbild von der. Schaut mal. Oh mein Gott, das ist sie. Das ist auch die Person, die ich ungefähr auf den Überwachungsaufnahmen gesehen habe. Nur da hatte die nicht so ein gruseliges Messer oder Schwert oder sowas in der Hand. Das war wirklich so eine Horrorclown, aber in weiblich mit pinken langen Haaren. Dann macht es auch Sinn, warum sie geschrieben hat vorhin. Dieser Flamingo, ne? Ihr seht das ja hier, dieser Flamingo. Und auch ihr Status macht Sinn. Okay, Freunde. Ich werde jetzt einfach nochmal der Laura bzw. dem weiblichen Horrorclown antworten. Passt mal auf. Okay, ich schreibe jetzt. Ey, Baby, die Geschenke waren super toll. Wollen wir uns treffen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Freunde. Aber ich schicke es jetzt einfach ab. Ich muss herausfinden, was die will. Also es ist wirklich geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schreibt mal in die Kommentare, wie hättet ihr jetzt reagiert? Ey, Freunde, die Laura schreibt gerade. Ey, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Das freut mich ganz doll. Du musst dafür aber Maybrit verlassen. Wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich antworte dir jetzt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ich muss das erstmal mit Maybrit absprechen, weil hier an der Stelle, das wird mir sonst wirklich, ich glaube, sonst gebe ich dieser Laura auch zu sehr das Gefühl, dass ich das wirklich ernst meine. Und ihr müsst jetzt mal in die Kommentare schreiben, Freunde. Was soll ich machen? Was soll ich der antworten? Ich meine, die wird ja sich gedulden können. Es kann ja sein, dass ich auch jetzt gerade schlafen gegangen bin oder so. Ich meine, es ist 1.40 Uhr. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und drückt mir die Daumen, dass der Horrorclown davon nichts erfährt. Ich gebe hin. Bis dann.
Ciao.